Hast du Joschka Fischer davor kennt? Ja, vom Hörensagen eben mehr oder weniger. Als er ein gewisses Außenminister war, dass er von einer grünen Partei ist und dass er eigentlich ein sehr angesehener Altpolitiker ist in Deutschland. Ich habe ihn namentlich kennt, aber ich habe nicht genau gewusst, was er für Positionen so hat. Ich habe bloß gewusst, dass er ein deutscher Politiker ist. Nein, aber die letzten Tage haben wir ein bisschen eingeklärt, wer das ist und was er macht. Und den war ich ein bisschen vorinformiert und war ganz interessant. Hast du dich vor dem Vortrag schon über Joschka Fischer schlau gemacht? Ja, also wir haben die letzten Stunden vor dem Vortrag haben wir uns mit ihm informiert und haben ein paar Videos angeschaut. Und in der Horn auch schon eine kleine Werner Zusage gefunden, also dass er ja, der erste grüne Minister war und dass er Außenminister für Deutschland war und dass er Vizekanzler war. Also es ist schon spannend. Vor allem seine Persönlichkeit früher, also er hat ja so radikale Vergangenheit und jetzt hat er sich aber dann zur also normalen Politik gewendet und ist auch dort in eigenen Werk gegangen, das hat mir schon gefallen. Und was war deine persönliche Frage an ihn? Ich habe gefragt, wie er Europa bedroht fühlt vor der neuen Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. Ich meine, es sind deutlich mehr europakritische Parteien ins Europäische Parlament inzogen. Meine Frage war, wie sich Europa in so schwierigen Zeiten, in einer schwierigen Zeit mit Trump, mit Kim Jong-un und mit ganz vielen Weltmächten positionieren kann, wenn es von ihnen zerrüttelt ist. Also meine Frage war, wie Joschka Fischer seine Antwort sieht. Er hat ja für den Krieg gestimmt, dass Deutschland mit der NATO zusammen den Jugoslawienkrieg stoppen kann. Und er hat Deutschland da sehr stark reingeführt, obwohl er zu den Grünen gehört hat. Und ich wollte wissen, wie er das heute sieht, zur heutigen Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht sagen, dass ich zufrieden mit der Antwort bin, aber wie häufig in der Politik ist es eine schwierige Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gibt. Aber was ich auf jeden Fall gut fand, war, dass er mit seiner Entscheidung zufrieden ist und auch heute noch dort ja, es gleich machen würde. Also ich habe es eigentlich voll gut gefunden. Es war recht interessant. Also er ist alle Fragen voll genau eingegangen. Und ja, also es war echt informativ, wenn man jetzt gefragt hat. Denn ich denke, dass da mehr Umweltschutz sind, ist es super gewesen, dass er da irgendwie uns alles erzählt hat, so für das, was er steht und so. Und das hat uns so super gefallen. Ja. War ganz interessant, ich habe ganz neue Einsichten gekriegt, so über Europa, über die Europapolitik und über die potenziellen Gefahren wie China, USA, wie die uns sozusagen den Handel nehmen könnten in Zukunft. Und man liest so jeden Tag in den Zeitungen, wie das sein könnte. Und deshalb, das war ganz interessant, die neuen Einsichten von einem so hohen Außenminister, ehemaligen Außenminister zum Krieger. Also in die Diskussion eigentlich voll interessant gefunden. Er hat natürlich auch ein bisschen politisch geredet oder ein bisschen umgeredet oder gesagt, es gibt keine einfache Lösung, weil eigentlich voll viele Fragen. Mitgenommen habe ich ja, einen kleinen Einblick in Kriegspolitik hat es mir vielleicht gegeben, weil man denkt nur, dass Kriege eigentlich generell unnötig sind. Und es hat vielleicht auch da einen kleinen Einblick gegeben, was sich Politiker denken, wenn sie so Kriege entscheiden. Ich muss sagen, dass es sehr schwierig ist, sowas beantworten. Und Joschka Fischer hat gesagt, dass ihr den Ausgang der Europawahl eigentlich sehr positiv findet. Es sind sehr viele Europa-positive Parteien Zusprung bekommen, vor allem aus der Jugend. Und die Wahlbeteiligung ist deutlich heraufgegangen, vor allem in Österreich und in anderen mitteleuropäischen Ländern. Und somit hat er gesagt, dass es in unserer Hand liegt, was wir aus Europa machen, ob wir Europäerinnen und Europäer sind.